Die Regierungsmaschine samt Kanzlerin Merkel ist in Peking gelandet. Die Regierung dort soll sie mit der Lage in Hongkong konfrontieren. Stunden zuvor hatten Aktivisten sie in Berlin um Unterstützung gebeten. Hongkong braucht echte Demokratie, Frau Merkel. Stehen Sie Hongkong bei, so die Demonstranten vor dem Kanzleramt. Menschenrechtsverletzungen sind nicht hinnehmbar. Darüber hinaus fordern wir Deutschland auf, den Waffenexport an die Polizei in Hongkong einzustellen. Zuvor hatte schon der Anführer der Proteste in Hongkong, Joshua Wong, einen offenen Brief an Merkel geschrieben. Er bat um Hilfe und ein Treffen mit der Kanzlerin. Sie sei schließlich in der DDR aufgewachsen und habe aus erster Hand Erfahrungen mit dem Schrecken einer diktatorischen Regierung. Doch Merkel hat schon abgesagt, die Grünen fordern trotzdem. Es muss klar sein, dass wir unseren Einfluss durch die engen wirtschaftlichen Beziehungen auch nutzen. Sie muss sich mit den Oppositionellen treffen in China. Tatsächlich ist Deutschland mit Abstand Chinas größter Handelspartner in Europa. Und China war 2018 wiederum der größte Handelspartner für Deutschland. Insgesamt wurden Waren im Wert von 199 Milliarden Euro zwischen beiden Ländern ausgetauscht und es soll noch mehr werden. Die beiden Länder verfügen über großes Potenzial in den Bereichen digitale Wirtschaft, industrielles Internet, künstliche Intelligenz und Umweltschutz. Deutschland will seine Geschäfte mit China ausbauen. Gleichzeitig laufen in Hongkong Proteste gegen Peking für Freiheit und Demokratie. Die Kanzlerin muss das Thema deutlich ansprechen, ohne Staatspräsident Xi zu verärgern. Ein echter Balanceakt.